EM-Halbfinalist Wales um Superstar Gareth Bale hat zum Auftakt der Fußball Nations League einen beeindruckenden Sieg im Prestigeduell gegen Irland gefeiert. Die Waliser gewannen in der zweitklassigen Division B am Donnerstag mühelos mit 4:1, 3:0 und machten damit einen wichtigen Schritt in Richtung Gruppensieg. Tom Lawrence 6., Real As Bale 18. und Aaron Ramsey 37. sorgten in Cardiff schon früh für klare Verhältnisse im Duell zweier nicht für die WM 2018 qualifizierter Teams. Conor Roberts, 55. legte nach der Pause nach. Irlands Sean Williams, 66. gelang Ergebniskosmetik. Ebenfalls in der B-Klasse kam die Ukraine auch dank eines Treffers des Schalkers Jefim Konopljanka zu einem 2:1, 1:1 Sieg in Tschechien. Stürmerstar Patrick Schick vom AS Rom, 4. hatte die Hausherren früh in Führung gemacht. Konopljanka, 45. der zuletzt in der Bundesliga eine unglückliche Figur gemacht und beim 0:2 gegen Hertha BSC die rote Karte gesehen hatte, glich kurz vor der Pause aus. 45. Oleksandr Zinchenko, 90.3 gelang schließlich der späte Siegtreffer. Der drittklassigen Division C startete Norwegen mit einem 2:0 gegen Zypern. Stefan Johansen, Teamkollege von André Schürrle beim FC Fulham, traf doppelt 21. 43. Ebenfalls die ersten drei Punkte holte Bulgarien beim 2:1, 1:1 in Slowenien. Im ersten Spiel der Nations League überhaupt hatte am Nachmittag in Gruppe D1 Georgien in Kasachstan einen 2:0, 0:0 Sieg gefeiert. Den ersten Treffer in dem neu eingeführten Wettbewerb erzielte der 19-jährige Georgi Chakwetadze von KR Gent. Im zweiten Spiel der Vierergruppe trennten sich Lettland und Andorra torlos unentschieden. Armenien besiegte in Gruppe D4 Liechtenstein mit 2:1, 1:1. Mazedonien siegte in Gibraltar 2:0, 2:0 an der Nations League, nehmen alle 55 UEFA-Mitglieder teil. Die vier Gruppensieger jeder Liga spielen in einem Playoff im März 2020 um je ein Ticket für die EM 2020.